Brooklyn Farting, genannt Brooke, wurde 1994 in Berea, Kentucky geboren. Sorry für die Aussprache, ich hab's manchmal nicht so mit den amerikanischen Namen. Brooke war eine vielseitige junge Frau. Zum einen war sie sehr mädchenhaft, sie achtete immer sehr auf ihr Aussehen und ging nie ohne ihr Make-up aus dem Haus. Ihre Handtasche war ihr Heiligtum. Dies ging so weit, dass sie ihre Handtasche immer bei sich trug und diese sogar von einem Zimmer zum anderen nahm, wenn sie irgendwo zu Besuch war. Ihre Schwester zog sie damit auf, dass es einer Todsünde glich, wenn jemand auch nur versuchte, in die Nähe ihrer Handtasche zu gelangen. Zum anderen war Brooke sehr gelassen und für alle möglichen Aktivitäten zu haben. Sie ging gerne mit den Jungs fischen, liebte Pferde, war sehr gerne in der Natur und half liebend gerne mit, wenn auf irgendeiner Farm Hilfe benötigt wurde. Mit ihrer Familie hatte Brooke eine sehr enge Beziehung. Sie hatte zwei Schwestern, mit denen sie sich sehr gut verstand und insbesondere mit ihrer Mutter war Brooke sehr, sehr eng. Sie hatte vor kurzem ihren Highschool-Abschluss gemacht und bereitete sich auf weitere Meilensteine in ihrem jungen Leben vor. Und dann kam der 21. Juni 2013. Zu diesem Zeitpunkt war Brooke 18 Jahre alt und hatte am Vortag gerade ihre Führerscheinprüfung bestanden. Sie freute sich riesig darüber und dieser Tag sollte noch besser werden, denn die ganze Familie traf sich, um den Geburtstag von ihrem Großvater zu feiern. Diese Feier war für alle etwas Besonderes, weil ihr Großvater seit längerem krank war und es keine Selbstverständlichkeit war, dass sie seinen Geburtstag mit ihm zusammen feiern konnten. Nach der Geburtstagsfeier machten sich Brooke, ihre jüngere Schwester und ihre Cousine auf, um an eine Party zu gehen. Die kleine Gemeinde in Kentucky ist eine der typischen Gemeinden, in der jeder jeden kennt und meistens nicht so viel los ist. Deshalb freuten sich die Mädels umso mehr auf diese Party. Auch auf der Party kannte jeder jeden. Die meisten waren zusammen zur Schule gegangen oder man kannte sich, weil jemand der Bruder einer Freundin war oder die Cousine eines Freundes etc. Nur eine Person fiel auf der Party aus dem Raster. Ein junger Mann namens Josh. Josh lebte zwar auch in der Gemeinde, war jedoch eher ein Einzelgänger und der typische, komische Typ, den niemand richtig kannte. Über ihn gab es viele Gerüchte und die meisten hielten sich fern von ihm. Er war deutlich älter als Brooke und ihre Freunde. Brooke kannte ihn nur, weil er mit ihrem Ex-Freund befreundet war. Wer genau ihn auf die Party eingeladen hatte, konnte ich nicht herausfinden. Doch es schien so, als ob dieser Josh gerne auf irgendwelchen Feiern von jungen Leuten mit dabei war, ob er eingeladen war oder nicht. Wie auch immer, Brooke hatte eine Tasche mit Kleidern dabei, denn sie wollte die Nacht bei einer Freundin verbringen und am nächsten Tag zusammen mit ihr und weiteren Freunden eine Truckshow besuchen. Die Party nahm ihren Lauf, alle hatten Spaß und irgendwann verabschiedeten sich Brookes Schwester und Cousine. Sie wollten weiterziehen. Für Brooke war das kein Problem, schließlich hatte sie sowieso vor, bei ihrer Freundin zu übernachten. Doch es kam anders. Brooke und ihre Freundin hatten auf der Party einen Streit. Laut Brookes Mutter ging es dabei um einen Jungen. Wir alle wissen ja noch gut, wie es in dem Alter war. Ein Drama jagte das nächste. So wie ich es gelesen habe, hatten die zwei entweder Streit über einen Jungen oder ihre Freundin ließ sie wegen einem Jungen dort sitzen, ich bin mir nicht ganz sicher. Jedoch verkrachten sich die beiden und Brooke suchte nach einer Möglichkeit, wie sie nach Hause kam. Da sie jedoch mit ihrer Schwester auf die Party gefahren war und diese bereits weggegangen war, fehlte es Brooke an einer Mitfahrgelegenheit. Die Party-Location war außerhalb der Stadt und entsprechend war Laufen keine Option. Zudem war ein guter Freund von Brooke sehr betrunken und ganz die gute Freundin wollte sie sicher gehen, dass er sicher nach Hause kam. Und hier kommt Josh ins Spiel. Er bot Brooke an, dass sie sein Auto haben könne. Er selbst hatte zu viel getrunken, um noch fahren zu dürfen, aber Brooke war nüchtern. Sie einigten sich darauf, dass Brooke ihren Freund und Josh mit dem Auto mitnahm. So konnte Brooke den betrunkenen Freund nach Hause fahren und Josh würde danach Brooke nach Hause fahren.
Ich weiß nicht, wie der Plan genau aussah, denn wenn Josh zu viel getrunken hatte, wie hätte er sie danach heimfahren können? Vielleicht wäre Brooke bis zu sich nach Hause gefahren und Josh wäre dann alleine selbst nach Hause gefahren? Keine Ahnung. Jedenfalls fuhren die drei los, setzten den betrunkenen Freund zu Hause ab und dann nahm der Plan eine andere Richtung. Anstatt zu Brooke zu fahren, fuhren die beiden zu einer Pferdefarm. Auf dieser Pferdefarm war Josh für die Pferde verantwortlich. Sie kümmerten sich noch eine Weile um die Pferde und danach fuhren sie zu Josh nach Hause. Josh lebte in einem kleinen Haus außerhalb der Stadt. Wobei Haus nicht die richtige Beschreibung war. Es war heruntergekommen, hatte keinen Strom und kein fließendes Wasser. Wie ich gelesen habe, hatte Josh scheinbar die Rechnungen nicht bezahlt und ihm wurde entsprechend Wasser und Strom abgestellt. Wieso Brooke mit zu ihm gefahren ist, kann man leider nicht genau rekonstruieren. Gerüchten zufolge war Josh zu betrunken, um von ihrem Haus aus selbst zu fahren, deshalb fuhren sie zuerst zu ihm. Jedenfalls, dort angekommen, rief Brooke ihre Schwester an, die früher am Abend mit ihr auf der Party gewesen war. Sie fragte sie, ob sie jemand abholen könne, doch ihre Schwester verneinte. Ihre Schwester hatte keinen Führerschein und die Cousine war mittlerweile selbst betrunken. Es war also niemand da, der nüchtern genug war, um Brooke abzuholen. Laut Brookes Schwester klang Brooke am Telefon nicht besorgt. Sie sagte ihr, dass dies kein Problem sei, sie würde einfach ihren Ex-Freund fragen, dass ihn nach seiner Nachtschicht abholen könne. Und das tat Brooke auch. Mit ihrem Ex-Freund hatte sie nach wie vor ein gutes Verhältnis. Er arbeitete in der Nachtschicht in einem Betrieb und würde sie erst gegen 6 Uhr morgens abholen können. Für Brooke schien das zunächst kein Problem zu sein und ich kann ihren Gedanken nachvollziehen. Es war mittlerweile nach 3 Uhr morgens und wahrscheinlich hätte sie sich einfach selbst auf das Sofa hingelegt und gewartet, bis er kommt oder irgendwie so. Ich kenne diese Situation selbst aus meinen Jugendzeiten und obwohl dies für einige etwas komisch scheint, kann ich das irgendwie gut nachvollziehen. Wenn man in einem kleinen Kaff aufwächst, gibt es manchmal einfach keine andere Möglichkeit als zu warten, bis jemand einen abholt. Es ist immer noch sicherer, als Frau alleine durch Wald und Feld zu laufen. Doch um 4.30 Uhr morgens ändert sich Brookes Verhalten plötzlich. Während sie vorher noch guter Dinge war und einfach die Zeit totschlagen wollte, bis ihr Ex-Freund sie abholte, wurden ihre Textnachrichten nun plötzlich sehr energisch. Sie schrieb Freunden, dass sie Angst hatte. Ihrem Ex-Freund schrieb sie, bitte beeil dich, ich habe echt Angst. Und dann wurde es ruhig um Brooke. Als ihr Ex-Freund seine Schicht beendet hatte, sah er eine weitere Nachricht von Brooke. Diese wurde um 5.30 Uhr, eine halbe Stunde vor seinem Feierabend, gesendet. Darin schrieb sie, dass er sie nicht mehr abholen müsse, sie habe sich dazu entschieden, an eine weitere Party in Rockcastle County zu gehen. Ihrem Freund kam diese Nachricht komisch vor. Es war früh morgens und von Joshs Haus wäre es eine 30-minütige Autofahrt bis nach Rockcastle County. Brooke hatte keine Fahrmöglichkeit, deshalb musste er sie ja abholen. Also wie kam sie nach Rockcastle County? Er schrieb ihr zurück und fragte sie, mit wem sie dorthin gehen würde und wer fahren würde. Doch, wie er vielleicht schon ahnt, kam von Brooke keine Antwort mehr. Wie so oft in solchen Fällen dachte sich ihr Ex-Freund jedoch nichts weiter dabei und fuhr nach Hause. Am nächsten Tag versuchten Brookes Freunde, sie zu erreichen, um an besagte Truckshow zu gehen, doch Brooke antwortete nicht. Nach mehrmaligen Versuchen rief schlussendlich eine Freundin bei Brookes Schwester an, um zu fragen, wo Brooke sei. Als diese bemerkte, dass Brooke nie nach Hause gekommen war, begann sie sich Sorgen zu machen. Sie informierte ihre Eltern und ihre ältere Schwester. Während die Eltern zunächst vermuteten, Brooke habe vielleicht bei jemandem übernachtet und habe einfach verschlafen, schrillten bei Brookes älterer Schwester bereits die ersten Alarmglocken. Dabei muss ich erwähnen, dass Brookes ältere Schwester mit einem örtlichen Polizeibeamten verheiratet war. Ganz offensichtlich hatte sie in typischer True-Crime-Manier sofort ein schlechtes Gefühl. Sie fing an, alle Freunde von Brooke anzurufen, die sie kannte.
doch niemand hatte etwas von ihrer kleinen Schwester gehört. Bald hörte sie jedoch davon, dass Brooke mit diesem Josh von der Party weggefahren sei. Bis sie seine Nummer herausgefunden hatte, verging nochmal einige Zeit. Als sie ihn endlich anrufen konnte, fragte sie ihn, ob er wisse, wo Brooke sei und was an dem Abend los war. Josh erzählte ihr das, was wir bereits wissen. Sie seien zu den Pferden gefahren und danach zu ihm nach Hause. Als er mitbekam, dass Brookes Ex-Freund sie abholen wolle, fühlte er sich jedoch unwohl, da er die Freundin, respektive die Ex-Freundin eines Freundes bei sich zu Hause hatte. Deshalb beschloss er, zurück zu den Pferden zu gehen, bis Brooke von ihrem Ex-Freund abgeholt wurde. Für Brookes Schwester klang diese Erklärung zwar komisch, aber sie nahm die Aussage soweit hin und erklärte ihm, er solle sich sofort melden, wenn er etwas von ihr gehört habe. Sie würde Brooke als vermisst melden, wenn sie bis am Nachmittag nichts von ihr gehört hat. Die Familie suchte weiter nach Brooke, doch niemand wusste, wo sie war. Und dann erhielt Brookes Schwester einen weiteren Anruf von Josh. Dieses Mal schien er aufgeregt und erklärte ihr, er sei sich nun nicht mehr so sicher, dass mit Brooke alles in Ordnung sei. Er habe gerade ihre Tasche gefunden. Brookes Schwester wurde nervös. Sie bat ihn, nachzusehen, ob Brookes Handy in der Tasche sei. Doch Josh erklärte ihr, er könne nicht nachsehen. Die Schwester war verwirrt. Wieso konnte er nicht nachsehen? Und dann erzählte ihr Josh eine unglaubliche Geschichte. Er habe ganz vergessen zu erzählen, dass sein Haus Feuer gefangen habe. Als er am frühen Morgen von den Pferden zurück zum Haus kam, stand sein Haus in Flammen und Brooke war weg. Die Feuerwehr habe das Feuer mittlerweile gelöscht, aber er konnte das Haus nicht betreten und habe gerade durchs Fenster hineingeschaut und Brookes Tasche im Wohnzimmer gesehen. Für Brookes Schwester war das nun genug. Sofort informierte sie ihren Mann und Brooke wurde als vermisst gemeldet. Die Polizei begann nach Brooke zu suchen und natürlich vernahmen sie auch Josh. Dieser erzählte ihnen die gleiche Geschichte. Sie gingen zu den Pferden, danach zu ihm nach Hause und er ließ Brooke zurück, um nicht anwesend zu sein, wenn ihr Ex-Freund sie abholen würde. Als er das Haus verließ, saß Brooke in seinem Wohnzimmer auf dem Sofa und rauchte eine Zigarette. Als er zurückkam, stand das Haus in Flammen und Brooke war verschwunden. Ganz offensichtlich wollte er mit der Bemerkung der Zigarette andeuten, dass das Feuer vielleicht durch diese entstanden sei. Die Polizei hatte zunächst die Vermutung, dass Brooke mit der Zigarette das Feuer ausgelöst hatte und panisch wurde und weggerannt sei. Insbesondere, weil nicht das ganze Haus in Flammen stand, sondern ganz spezifisch nur das Sofa und der Boden unmittelbar davor. Doch schnell kamen Zweifel auf, dass Brooke wegen des Feuers weggerannt war. Zum einen fanden sich ihre Schuhe vor der Haustür, das heißt, sie wäre barfuß weggerannt. Und wir erinnern uns, Brooke ließ ihre Tasche niemals unbeaufsichtigt liegen. Nicht mal, wenn sie bei ihrer Schwester zu Hause war. Wie wahrscheinlich war es also, dass sie ihre Tasche im Haus eines Mannes liegen ließ, den sie nur flüchtig kannte? Zum anderen versuchten Familie und Freunde Brooke zu erreichen. Ihr Handy klingelte zwar, aber von Brooke hörte man nichts. Nach 3 Tagen gingen die Anrufe nicht mehr durch und es kam die Mailbox. Dies ließ darauf schließen, dass der Akku des Handys leer war. Und dann gab es da noch die Textnachricht von Brooke, dass sie auf eine Party in Rockcastle County gefahren sei. Die Polizei konnte weder ermitteln, wer Brooke an jenem Morgen abgeholt haben soll, noch gab es irgendeinen Hinweis auf eine Party in Rockcastle County. Sie gingen sogar so weit, dass in Rockcastle County öffentlich dazu aufgerufen wurde, Partys zu melden, die an jenem Morgen stattgefunden haben. Doch niemand, absolut niemand, meldete sich. Ebenso hatte die Polizei versucht, ihr Handy zu orten. Und das war wohl der größte Hinweis darauf, dass an der ganzen Geschichte etwas faul war. Ihr Handy wurde in einem Radius rund um Joshs Haus und den angrenzenden Gebiet geortet. Auch das Feuer in Joshs Haus klassifizierte die Polizei als verdächtig. Keine Zigarette der Welt würde eine Couch und den Boden ringsum so sehr abbrennen lassen. Dazu muss man sagen, dass wir hier nicht von einem großen Brandloch sprechen.
Die Couch war regelrecht nur noch Schutt und Asche und auch der Boden ringsum war kohlrabenschwarz. Und tatsächlich wurde das Feuer auch von der Feuerwehr danach als verdächtig eingestuft. Was auch immer an jenem Morgen in diesem Wohnzimmer geschehen war, eine Zigarette war nicht der Auslöser für das Feuer. Nachdem der Aufenthaltsort von Brooks Handy auf besagten Bereich eingegrenzt wurde, startete die Polizei eine große Suchaktion. Doch die Suche gestaltete sich schwierig. Wir reden hier von einem Gebiet, das sehr durchwachsen und hügelig ist. Dabei reden wir von hohen Klippen, gefolgt von Tälern, die selbst mit erfahrenen Suchgruppen nur schwer zu erreichen sind. Wie man ahnen kann, fand die Polizei nichts. Weder Brooks Handy noch irgendetwas, das auf Brooke hinweisen könnte. Weder die Familie, Freunde noch für die Polizei macht es Sinn, dass Brooke Joshs Haus ohne ihre persönlichen Dinge verlassen hätte und dann sogar noch barfuß. Auch wenn sie durch das Feuer in Panik geraten wäre, hätte sie sich später zumindest bei der Familie oder Freunden gemeldet. Wie gesagt, sie war sehr eng mit ihrer Familie und ihren Freunden. Und dann gab es plötzlich Meldungen von Leuten, die aussagten, dass an jenem Tag, nachdem Brooke bei Josh war, im Internet ein Foto aufgetaucht sei, auf dem die verbrannte Couch zu sehen war. Das Foto wurde mit „Letzte Nacht wurde es bei Josh zu Hause wild“ kommentiert. Doch als die Ermittlungen begannen, verschwand das Foto wieder und die Polizei konnte nicht rekonstruieren, von wem das Foto stammte und wer den Kommentar hinterlassen hatte. Dieses Foto war jedoch Auslöser für Gerüchte, dass Josh und Brooke in jener Nacht nicht alleine waren. Man munkelte, bei Josh habe es eine Afterparty gegeben und diese sei aus dem Ruder gelaufen. Beweise hat die Polizei dafür nicht gefunden. Ja, das sind schon alle Informationen, die zu diesem Fall verfügbar sind und tragischerweise muss ich euch erzählen, dass bis heute weder Brooke noch ihr Handy noch sonst irgendwas gefunden wurde. Sie wird nach wie vor als vermisste Person in Gefahr gelistet und es gibt keine neuen Hinweise in ihrem Fall. Mittlerweile sind 7 Jahre vergangen und insbesondere Brookes Mutter möchte einfach nur ihre Tochter begraben können. Die Familie geht davon aus, dass Brooke in jener Nacht irgendetwas Schlimmes zugestoßen sein muss. Auch die Polizei geht von einem Verbrechen aus und Josh wird nach wie vor als Verdächtiger gehandelt. Doch ohne Beweise können sie niemanden verhaften. Insbesondere sticht ins Auge, dass die Polizei die Farmbesitzer rund um Joshs Haus dazu aufgefordert hatten, spezifisch nach frisch umgegrabener Erde oder nach verdächtigem Geruch zu suchen. Dies zeichnet ein Bild, dass auch die Polizei schnell davon ausging, dass Brooke nicht mehr am Leben war. Man geht davon aus, dass das Sofa an jenem Abend nicht ohne Grund gebrannt hat. Wahrscheinlich versuchte man so, Beweise zu vernichten und das ist scheinbar auch gelungen. Nichtsdestotrotz muss ich hier erwähnen, dass die Polizei einen großen Fehler bei den Ermittlungen gemacht hat. Das verbrannte Sofa stand laut Anwohnern wochenlang vor dem Haus im Freien, bevor es forensisch untersucht wurde. Wie wir alle wissen, ist das ein großer Patzer, der nicht hätte geschehen dürfen. Das Sofa war Wind und Wetter ausgesetzt und es ist sehr wahrscheinlich, dass alle Beweise, die nach dem Feuer noch vorhanden waren, durch Wind und Wetter vernichtet wurden. Ich persönlich und auch ganz viele anderen gehen davon aus, dass die Nachricht, die Brooke ihrem Ex-Freund gesendet hat, sie würde auf eine andere Party gehen, nicht von ihr stammte. Zum einen macht es keinen Sinn, dass sie um 6 Uhr morgens noch auf eine weitere Party gehen wollte, obwohl sie am nächsten Morgen mit ihren Freunden an diese Truckshow gehen wollte. Zum anderen geben Familie und Freunde an, dass sie niemanden in Rockcastle County kannte und man erinnere sich an die verängstigten Nachrichten, die sie kurz zuvor noch versendet hatte. In der Zeit zwischen 3 Uhr und 5.30 Uhr morgens muss Brooke irgendetwas zugestoßen sein. Davon sind die meisten überzeugt und ich auch. Josh ist der Letzte, der sie lebend gesehen hat und er gilt als Hauptverdächtiger. Bis heute. Ich finde diesen Fall besonders tragisch, weil es so offensichtlich scheint, wer für Brookes Verschwinden verantwortlich war und trotzdem sind der Polizei aus Mangel an Beweisen die Hände gebunden. So wie ich gelesen habe, starb Brookes Großvater ein paar Tage oder ein paar Wochen nach ihrem Verschwinden. Das heißt, dass er die letzte Zeit aus seinem Leben damit verbracht hatte, sich Sorgen um seine Enkelin zu machen.
Dies finde ich besonders tragisch. Es bleibt zu hoffen, dass irgendwann irgendjemand sich verplappert oder, so unwahrscheinlich es auch sein mag, doch noch Beweise auftauchen, die zu einer Verhaftung führen. Brookes Familie hat sich damit abgefunden, dass sie Brooke wahrscheinlich nie wieder leben sehen werden, aber sie möchten sie zumindest beerdigen können. Im Jahr 2019 sagte Brookes Mutter in einem Interview: "Es sind nun 6 Jahre. Ich möchte sie einfach nur beerdigen können. Einen Platz haben, an dem ich sie besuchen und weinen kann. Mir bricht dieser Fall das Herz. Es ist so offensichtlich und trotzdem gibt es bis heute keine Gerechtigkeit für Brooke." Dies ist einer jener Fälle, bei dem ich Google Alerts aktiviert habe und ich bin mir ganz sicher, dass ich Luftsprünge machen werde, wenn ich eines Tages aufwache und die Mitteilung sehe: News zum Fall Brooke Farthing. Meine Gedanken sind bei ihrer Familie und ich hoffe sehr, dass sie irgendwann ihre Tochter, Schwester und Freundin endlich zurückbekommen werden. Natürlich werde ich euch auch in diesem Fall sofort informieren, sobald sich in diesem Fall etwas tut. Und nun zu euch. Kanntet ihr die Geschichte von Brooke? Was sind eure Gedanken zu diesem Fall? Was sind eure Theorien? Ich bin sehr gespannt. Schreibt mir eure Gedanken in die Kommentare auf Facebook, Instagram oder YouTube.